Ja, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Wissensmanagement. Begonnen habe ich also so, würde ich einmal sagen, so Mitte der 90er Jahre und war dort also auch Mitglied des Kompetenzzentrums für Wissens- und Prozessmanagement an der Universität Linz als Abgeordnete aus der Industrie und habe unter anderem dort auch die Arbeitsgruppe Knowledge Management geleitet. Und im Zuge dessen haben wir uns begonnen, mit Modellen auseinanderzusetzen. Damals war eben so die Modelle, die zur Verfügung standen, waren also einerseits die Wissenstreppe von Klaus Nord. Es war also zur Verfügung, hatten wir also auch vom Probst das Bausteinmodell. Wir haben uns auseinandergesetzt mit Davenport und seinen, ja, die Fehler, die man machen kann, wenn man Wissensmanagement einführt. Das waren so im Wesentlichen die Grundlagen, die wir also gehabt haben. Und im Zuge dessen haben wir, wenn ich wir sage, dann war das eine selbstorganisierte Arbeitsgruppe aus Praktikern eben, aus Profit- und Non-Profit-Organisationen, aus Studierenden und aus also Professoren, Unterrichtende an der Universität. Das heißt, wir haben so eine interdisziplinäre, übergreifende Arbeitsgruppe gehabt mit dem Ziel, uns intensiv mit dem Thema Wissensmanagement auseinanderzusetzen. Und schlussendlich ist daraus dann auch dieses Einführungsmodell für Wissensmanagement, dieses K2B entstanden. Aber ich denke, das wird dann irgendwann auch einmal in diesem MOOC zur Sprache kommen. Über das möchte ich jetzt nicht sprechen. Um vielleicht also gleich zu sehen, vielleicht kann mir die Gabriele kurz jetzt die zweite Folie, die ich euch geliefert habe, einblenden. Genau, vielleicht dreimal draufdrücken, dann kommt das so noch der Reihe. Das ist nicht noch weiß. Kannst du vielleicht das? Warte mal, ich gebe dir mal die Ja. Moderatorenrolle, dann kannst du Okay. draufklicken. Warte, jetzt Ja. müsstest du klicken können oben. Okay, schauen wir Das, mal. wenn du jetzt weiterklickst, müssen die Ja. Bilder kommen. Ja, okay. Ich blende gleich alles ein, weil ich möchte das eigentlich nicht jetzt breit treten. Ich möchte nur zeigen, dass was wir gemacht haben, war eben, und das ist vielleicht auch gleich die Empfehlung, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, wir haben daraus sozusagen unser eigenes Modell unter Anführungszeichen gestrickt und haben also mal mit diesen vier Grundelementen, diesen vier Grundbausteinen begonnen. Also uns war also zum Beispiel klar, dass wir also das Thema Geschäfts- und Wissensmanagementprozesse brauchen, wenn wir über Wissensmanagement in Organisationen sprechen. Uns war klar natürlich auch, dass je größer die Organisation ist, dass wir auch Informations- und Kommunikationstechnik brauchen. Und als drittes eben das Thema Unternehmenskultur und Wissenskultur. Das war also sozusagen, was wir aus dem Ganzen in dieser Beschäftigung mit den Modellen gemacht haben. Als vierte Komponente, die ich jetzt dann nicht einblende, aber die auch ganz klar ist, die vierte Komponente, die dann noch dazugekommen ist, ist die strategische Komponente. Auch natürlich, weil wir gesehen haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben das Thema Wissensstrategie in einem Unternehmen braucht, um zu wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin, was wollen wir denn mit dem Thema Wissensmanagement überhaupt erreichen. Und jetzt bitte auch gleich wieder ausblenden, weil das ist eben ein Modell, das wir uns erarbeitet haben. Es ist ein sogenanntes Arbeitsmodell. Und damit würde ich also gerne also an euch zurückgeben und gerne also eure Fragen, die ihr gesammelt habt, das auch dann wieder darauf gehen. So, ich probiere gerade, aber das ist jetzt. Oder muss ich zurückgehen? Ja, dann gehe ich zurück. Bauen wir das Ganze wieder ab. So, und jetzt sind wir wieder Ursprungsfolie und bitte jetzt gern Diskussion. Gut, in deiner Arbeit, die du die ganzen Jahre machst, welche Wissensmanagementmodelle außer der Struktur, die du uns jetzt vorgestellt hast, hatten für dich eine größere Bedeutung? Welche davon hast du angewendet? Welche haben dich wie beeinflusst? Okay. Also das, was sich sehr schnell als sehr hilfreich erwiesen hat, war also einerseits also die Wissenstreppe von Klaus Nord. Die haben wir auch dann in unserer Lehrwerkstätte produzieren lassen. So als das, die kann man zusammensetzen. Also die kommt in Einzelteilen, die kann man dann zusammensetzen. Also wer ein YouTube-Video gesehen hat, hat auch gesehen, wie das geht und wie man das macht. Das war für uns also ganz, ganz wichtig, weil man damit sozusagen im wörtlichsten Sinne des Wortes
haben die Wissenstreppe begreiflich machen können. Das heißt, es ist uns darum gegangen, den Begriff Wissen auf diese Art und Weise und was man mit Wissensmanagement tun will, tun kann, dass wir auf diese Art und Weise also das haben begreiflich machen können. Und jeder, der einen Beitrag zu dem Thema Wissensmanagement geleistet hat in der Voestalpine, hat eine solche Wissenstreppe dann auch geschenkt bekommen. Und gleichzeitig war es natürlich auch für die Lehrwerkstätte, für die Lehrlinge eine Herausforderung, das zu produzieren, weil das ist nicht ganz ohne, das zu tun. Und gleichzeitig ist es also auch das Produkt, also ein Teil des Produktes, was die Voestalpine also herstellt, nämlich dieses Flachstahlprodukt. Also das sind wirklich Stahlteile mit entsprechender Beschriftung von den einzelnen Treppen. Und das Zweite, was uns auch sehr geholfen hat, und zwar unter dem Titel Wie kommen wir zu neuem Wissen, war natürlich auch das Secchi-Modell von Onaka und Takeuchi. Das heißt, das haben wir also auch intensiv diskutiert und immer wieder verwendet, um zu erklären, wie funktioniert denn das eigentlich? Wie kommt neues Wissen in die Organisation? Die Bausteine waren indirekt also für uns von Interesse. Wir haben nämlich auch im Rahmen dann meiner Projektarbeit, ich habe ab 2000 in der Voestalpine dann den Auftrag bekommen, vom Vorstand Voestalpine in der Voestalpine Wissensmanagement einzuführen. Und im Zuge dessen haben wir natürlich auch den Wissensmanagementprozess modelliert. Und da haben uns natürlich die Bausteine von Probst geholfen, diese Prozesskomponente weiterzuentwickeln und in unser Prozessmodell also hineinzubekommen. Genügt das mal so fürs Erste? Ich meine, jetzt hast du gerade das Secchi-Modell erwähnt. Das ist ja durchaus eines, was schon ein bisschen abstrakter ist. Also wenn ich an meine Studierenden denke, ja, die kauen da schon eine Weile rum. Ja. Jetzt gibt es ja auch viele, die sagen, ja, diese Modelle, das sollen die an den Universitäten machen, die irgendwie Wissensmanagement studieren, aber ich als Praktiker, ich brauche dieses Modell nicht, ja, oder Modelle insgesamt. Wo würdest du sagen, wo haben diese Modelle ihre Berechtigung tatsächlich in der Praxis? Du hast ja schon ein bisschen angeklungen, wie ihr die eingesetzt habt, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen genauer drauf eingehen. Ja, gerne. Also Modelle haben für mich, es sind also praktisch, ich würde es einmal nennen, Gedankenstützen. Wenn man nämlich beginnt, sich mit dem Thema wirklich intensiv auseinanderzusetzen, dann braucht man etwas, um sich daran anhalten zu können, um eben in das Thema einzutauchen. Aber du hast natürlich völlig recht, Gabriele, man muss das auch entsprechend mit der Praxis verbinden und verknüpfen. Und beim Secchi-Modell haben wir dann Folgendes gemacht. Wir haben praktisch für jede dieser vier Quadranten dann überlegt, ja, welche Wissensmanagement-Methoden würden denn jetzt genau diesen Bereich jetzt unterstützen? Also zum Beispiel, wenn man jetzt dieses Thema implizit-explizit anschaut, also dann war natürlich eine dieser Methoden, die wir hier also gesehen haben und dann auch tatsächlich, also das wird im Unternehmen dann auch gemacht, war also dieses Fachmentoring-Konzept. Weil hier geht es darum, dass diese impliziten Konzepte, die der jeweilige erfahrene Mitarbeiter im Kopf hat, durch Mentoring, durch Fachmentoring, weniger Erfahrenen näher bringt. Und damit hast du also diesen Übergang von implizit zu explizit. Also so als Beispiel. Oder auch, wenn man jetzt dieses explizit zu explizit anschaut, also wir haben also auch dann begonnen zu experimentieren. Ich sage noch einmal, es war Anfang 2000, also das ist schon etwas länger her. Aber trotzdem haben wir also auch, was heute gang und gäbe ist, so ein soziales Netzwerk, also so ein Netzwerk aufgebaut. Und da konnten dann die Fachexperten miteinander diskutieren und haben dann praktisch also so diese Explikation und diese Weiterentwicklung betrieben, was heute auch noch immer der Fall ist. Am meisten verwendet wird das heute in der Voestalpine bei den Forschern. Reicht das mal so oder noch eine Vertiefung? Ich habe noch eine Frage dazu. Das ist, verwendet ihr diese Modelle so als diese theoretischen Darstellungen auch zur Kommunikation zu euren Nutzern? Oder habt ihr die intern verwendet, um für euch diese Strategie aufzubauen und den Nutzern quasi dann bloß erklärt, dass implizites, explizites Wissen ist? Okay.
Wir haben es also im Projektteam also verwendet, weil dort natürlich die Leute waren, die sich mit dem intensiv auseinandergesetzt haben. Ich war ja mehr oder weniger die Einzige zu dem Zeitpunkt, die mit dem Thema Wissensmanagement beschäftigt war und auch ein Grundwissen gehabt habe durch diese Mitarbeit in dem Kompetenzzentrum. Und das heißt, ich musste also auch zuerst mein Projektteam ausbilden, wenn du so willst, in Wissensmanagement. Und das macht natürlich dann einen Unterschied. Das heißt, wir haben innerhalb von diesem Projektteam, das dann im Letztausbau, im Schlussaufbau waren es dann mit allen Leuten, die also mit den in den Subprojekten dann auch beschäftigt waren, das dann schon an die 100 Leute. Da haben wir durchaus also auch die Modelle verwendet, aber für alle anderen haben wir uns ausschließlich auf diese Wissenstreppe bezogen. Und das war also auch das Modell, was am einfachsten zu erklären war und auch sehr gut hineingepasst hat. Das muss man ja auch immer in Betracht ziehen. Es hat auch gut zu unserer Unternehmenskultur gepasst. Also wir sind ja, es ist ja ein produzierendes Unternehmen und Prozessmanagement ist also ein ganz wichtiges Thema. Das heißt also, dort haben wir also sehr viel Anschluss gefunden an den mentalen Modellen der Mitarbeiter. Welche Stufen waren das konkret? Die gesamte Wissenstreppe oder bestimmte Teile davon? Nein, die gesamte Wissenstreppe, weil wir versucht haben, einen ganzheitlichen Ansatz des Wissensmanagements in der Organisation zu verbreiten. Und daher haben wir die gesamte Wissenstreppe plus den Zusatz Wettbewerbsvorteil. Also welche Vorteile hat die Voestalpine tatsächlich, wenn sie Wissensmanagement einführt? Also bis dorthin ist das gegangen. Und wie habt ihr die Kommunikation von dem Ganzen an die Mitarbeiter gemacht, durchgeführt? Oh, da haben wir vieles getan. Also eines, was wir ganz am Anfang also entwickelt haben, ich sage wieder Jahr 2000, also bitte das zu bedenken, wir haben sogenannte Information, also heutzutage würde man das... Ich erkläre mal, was das war. Infoletters haben wir das genannt. Das heißt, wir haben so Mini-Bausteine mit Erklärungen entwickelt und dann per Mail verbreitet, weil halt eine andere Möglichkeit war es zu dem Zeitpunkt nicht, wo wir eben gewisse Grundlagen des Wissensmanagements auf sehr einfache Art und Weise und immer mit Beispielen erklärt haben. Und zwar mit dem Ziel, dass man das zwischen 5 und 10 Minuten darf das maximal dauern, dass ich das gelesen habe und verstanden habe unter Möglichkeit des Rückfragens. Und haben das also zunächst einmal an alle Mitarbeiter gesendet und dann der Möglichkeit, das zu abonnieren. Und das haben immerhin dann, ich glaube, so zwischen 500 und 700 Leute haben das dann ständig abonniert. Also diese Infoletters haben wir über die Projektphase, also über 2 Jahre hindurch haben wir das gemacht. Mit Zwischenergebnissen aus den Projekten, mit irgendwelchen Grundlagen oder wir sind auf Fragen eingegangen, die also von den Mitarbeitern gekommen sind. Das war also ein Element. Zweites Element, da es eine große Organisation ist, hat es auch Großgruppenveranstaltungen gegeben. Also als Beispiel, wir haben einmal eine Großgruppe gemacht, wo es darum gegangen ist, Wissensmanagement, also überhaupt der Organisation ein bisschen vorzustellen und haben dann dort einen sogenannten Wissensmanagement-Parcours gemacht. Das heißt, wir haben die einzelnen Teilprojekte, die wir gehabt haben, jeder hat eine Pinnwand gehabt, hat dort also erklärt, worum es geht und überall dort war also eine Frage zu beantworten. Und wir haben dann in Teams das aufgeteilt und die Teams haben dann versucht, also diese Fragen überall zu beantworten. Und wenn sie das also richtig gemacht haben, dann hat sich daraus ein Wort ergeben. Und dann haben wir aus den richtigen Ergebnissen gezogen und die haben dann so dann auch ein Spiel bekommen, nämlich so ein, was war das? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber jedenfalls ein Spiel, was halt mit Wissensmanagement zu tun hat. Also das hat schon Spaß gemacht, das war ein Beispiel. Und als zweites Beispiel haben wir so ein Community-Treffen mal gemacht und da haben wir den Community-Leader von Shell International eingeladen, den Herrn Kreuzer. Der hat uns dann eben in so einer Keynote so erzählt, wie sie eben mit Communities bei Shell International umgehen, was sie da alles tun. Und danach gab es dann die Möglichkeit, einerseits nachzufragen und andererseits sich untereinander zu vernetzen. Das war also das zweite Element. Oh, was haben wir noch gemacht? Also
Das ist mir jetzt auf was mir jetzt auf die Schnelle einfällt, aber wir haben sicher noch mehr Dinge getan. Natürlich sehr viel geredet, sehr viel gesprochen. Großgruppe auch mit Führungskräften, dass die Führungskräfte verstehen, worum es geht, bis hin, dass wir halt Elemente auch eingebaut haben in unser Bildungsprogramm. Und zwar das Element einerseits Wissensmanagement, warum für Führungskräfte und Wissensmanagement, warum also für normale Mitarbeiter. Das waren so die ersten Geschichten, um eben in die Organisation hineinzutragen, was bringt uns denn Wissensmenschen, warum tun wir das denn, was soll das Ganze? Dirk, habe ich deine Frage so in etwa beantwortet? Ja, du hast die Frage so beantwortet. Ich habe noch zwei interessante Fragen, die waren im Forum gesammelt worden. Das war von der Susanne Pöschacker. Du hast, ja, ich hatte dir schon gesendet. Ja. Ja, das hatte ich mir jetzt geschrieben. Ja. Ihre Frage war jetzt, was hat dich motiviert, die ganzen Jahre lang beim Wissensmanagement zu bleiben? Du hast es ja ganz viele Jahre gemacht und hättest ja auch zu Innovationsmanagement oder sowas wechseln können. Was waren die Gründe dafür? Was begeistert dich? Hat dich vielleicht bis zum Ende oder bis heute daran begeistert? Also ich bin schon ein wenig gedriftet, nämlich in Richtung Change Management, weil ich war ja die letzten über 10 Jahre war ich ja im Personal- und Organisationsentwicklung und habe also viele Change-Prozesse begleitet. Und aber ich habe sozusagen Wissensmanagement immer als Untergrund mitgenommen, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass das ein Kern ist, dass es wichtig ist für die Organisation, dass das Wissen, was in der Organisation da ist und was wirklich geschäftsrelevant ist, dass das in der Organisation bleibt und dass es auch ganz wichtig ist, neues Wissen in die Organisation zu bringen. Und ohne dem, glaube ich, kann kein Unternehmen überleben. Und aus dieser Überzeugung heraus bin ich natürlich bei dem Thema geblieben. Ich hoffe, dass die Susanne mit der Antwort zufrieden ist. Sie ist leider nicht, glaube ich, nicht online. Ich habe gesehen, sie ist nicht online. Genau deswegen habe ich die Frage gestellt, sonst hätte sie selber stellen können. Ja. Aber ich hoffe, dass das reicht. Also ich verknüpfe also immer Wissensmanagement mit dem, was ich gerade mache, weil ich einfach, und möglicherweise mache ich das teilweise auch schon intuitiv und unbewusst, weil es für mich einfach schon so dazugehört. Ja, wunderbar. Du hast ja jetzt viel erzählt darüber, wie ihr bei Westalpina auch angefangen habt in dem Thema, wie ihr Wissensmanagement eingeführt habt. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf dieses Modelle-Thema zurückkommen. Da hast du vorhin mal so den Begriff der Kultur fallen lassen. Ja, das Modell, ich glaube, es war das Bausteine-Modell, wo du gesagt hast, ja, das passte halt auch einfach zu unserer Kultur, so zu unserem Mindset. Wie würdest du das beschreiben? Ich meine, ihr habt ja auch jetzt nicht ein Modell genommen und das dann irgendwie umgesetzt, sondern gesagt, ja, wir haben schon das Reiki-Modell, die Wissenstreppe, die Bausteine, wir haben ein Stück weit was Eigenes auch geschaffen. Was würdest du da empfehlen? Also A, welche Rolle spielt da die Kultur? Was sind da vielleicht auch Faktoren, die zu berücksichtigen ist? Und wie, ich sage jetzt mal sklavisch, muss man sich denn dann, wenn man überhaupt an diese Modelle halten? Okay, ich muss vielleicht noch davor schicken, dass wir, bevor wir uns begonnen haben, mit Wissensmanagement auseinanderzusetzen, haben wir 3,5 Jahre Unternehmenskulturentwicklung gemacht. Und das ist ungewöhnlich, weil wir zum damaligen Zeitpunkt eben einen Vorstandsvorsitzenden hatten, der eben überzeugt davon war, dass Unternehmenskultur eigentlich das Wichtigste ist, mit dem man einfach Unternehmen weiterbringen kann. Und ich durfte also dieses Unternehmenskulturentwicklungsprogramm, zuerst bei Teilnehmerin und später dann die letzten 2 Jahre war ich dann also praktisch als Organisationsentwicklerin mit dabei, beziehungsweise im allerletzten Jahr war das dann in meiner Verantwortung, dieses Kulturentwicklungsprogramm weiterzutreiben. Und da ist es darum gegangen, vor allem das war unter dem Motto Erfolgsfaktor Zusammenarbeit. Und da ist es darum gegangen, sozusagen diese große Unternehmen sind ja normalerweise sehr hierarchisch. Das heißt, du hast also diese typischen, wie soll man das sagen, abgegrenzte Bereiche, also so Königreiche hat man,
und so das Oben und Unten ist also sehr stark ausgeprägt. Das heißt also, Wissen und Information fließt dort nicht frei. Und durch dieses Kulturentwicklungsprogramm ist es doch bis zu einem gewissen Grad gelungen, diese Kanäle freizuschaufeln und dafür zu sorgen, dass es also über Hierarchie und Abteilungs- oder Bereichsgrenzen hinweg also möglich war, sehr gut miteinander zusammenarbeiten. Und das halte ich eigentlich für eine ganz, ganz wichtige Grundlage einer Kultur, dass es also einerseits, also, dass es möglichst wenig Grenzen gibt, dass also Information frei fließen kann, dass Wissen frei fließen kann und dass eben Hierarchie auf das beschränkt ist, dort wo Sinn macht. Und deswegen gefällt es mir auch jetzt momentan sehr gut, was jetzt derzeit also so rundherum abläuft, zum Beispiel diese ganze Initiative Augenhöhe, dieses ganze Thema Demokratisierung von Organisationen, also Frederic Laloux und so weiter. Das halte ich einfach für eine extrem gute Voraussetzung dafür, dass wir zu einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur kommen und damit also auch die Ressourcen frei bekommen und die Menschen frei bekommen, für das, dass sie für die Organisation das tun können, was sie nämlich als Ressource auch haben, was sie in sich haben. Aber vielleicht bin ich jetzt etwas zu weit gegangen. Gut. Wir haben jetzt eine Frage von der Ulrike Helf. Die schalte ich jetzt mal auch dadurch laut, dass ich ihre Frage selber formulieren kann. Ja, gerne. Ja, hallo, Frau Mittelmann. Ich habe jetzt gehört, dass Sie ja Wissensmanagement mit einigen Methoden eingeführt haben ins Unternehmen. Aber welche ganz konkreten Tools haben Sie dann, nachdem die Sensibilität geweckt war, im Unternehmen eingeführt? Also ich meine jetzt so Werkzeuge wie ein Wiki implementieren oder meinetwegen ein Intranet oder irgendwie was in dieser Richtung. Okay. Dann werden Sie jetzt wahrscheinlich enttäuscht sein, weil für mich ist es natürlich, Wissensmanagement ist, für mich ist Technik im Hintergrund. Also beim Wissensmanagement geht es vor allem um den Menschen. Das heißt, wir haben teilweise auch Werkzeuge eingeführt, die man völlig ohne Technik machen kann. Als Beispiel habe ich schon genannt, das Fachmentoring. Fachmentoring bedeutet, dass eben weniger erfahrene Mitarbeiter von erfahrenen Mitarbeitern über eine Zeit lang begleitet werden, damit sie also sehr, sehr viel schneller in der Organisation ihre Heimat finden, einerseits und andererseits sehr schnell produktiv werden. Da brauchen sie überhaupt keine Technik dazu. Was wir sehr wohl eingeführt haben, ist eben so eine Art Wiki, was keines, aber es war eben so etwas, ich würde es heute als SharePoint bezeichnen. Damals gab es noch kein SharePoint. Das ist natürlich in einer großen Organisation sehr gut. Und wir haben also auch so ein Werkzeug eingeführt, zum Beispiel die Wissensstaffette, um eben Expertenwissen zu übertragen, wenn jemand das Unternehmen verlässt oder in Pension geht. Wir haben Lessons Learned Workshops eingeführt. Wir haben Storytelling verwendet, um eben Erfahrungswissen am Ende von Projekten zu übertragen und verwenden aber auch Storytelling im Rahmen von solchen Wissenstransferprozessen, also auch im Rahmen der Wissensstaffette. Und ich könnte wahrscheinlich jetzt noch sehr viel hinzufügen. Es ist natürlich auch wichtig, also je größer die Organisation ist, desto mehr werden sie auch Technikunterstützung brauchen. Aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. Also Tools sind gut, Tools, aber man soll sich genau überlegen, machen sie auch Sinn. Und wenn Sie Wiki ansprechen, es gibt auch das eine oder andere Wiki in der Organisation. Als Beispiel haben sich also Techniker, die also 24-Stunden-Service für ein Produktionssystem machen müssen, die haben sich ein Wiki eingerichtet, um dort also die Problemlösungen, die sie also im Rahmen ihrer Systembegleitung gefunden haben, um das dort zu dokumentieren, sodass ein Kollege, der vielleicht in der Nacht jetzt ein Problem lösen muss, vielleicht die Problemlösung schon findet. Das hat super funktioniert, aber es gibt zum Beispiel kein konzernweites Wiki, weil das hätte keinen Sinn gemacht. Das heißt, und damit möchte ich auch sagen, dass es sehr wichtig ist, sich ganz genau zu überlegen, welches Werkzeug braucht die Organisation? Welche Bedürfnisse, welche Bedarfe hat die Organisation oder haben auch Teile der Organisation?
Und Sie werden wahrscheinlich finden, dass es nur sehr wenige Tools gibt, die Sie sozusagen über die gesamte Organisation ausrollen können. Das heißt, ich würde sehr genau drauf schauen, wo Sie was machen. Das heißt, das Business Management muss also so fine-getuned werden. Fine-getuned werden auf die Organisation und möglicherweise auch auf Organisationsteile. Habe ich Ihre Frage beantwortet damit? Absolut, vielen Dank. Und ich bin kein bisschen enttäuscht, weil ich kenne eigentlich eher die Dinge, die man im Business Management anwendet, ohne die IT so stark einzusetzen, weil das ist, glaube ich, immer noch die klassische Art, wie jeder schon seit jeher Business Management betrieben hat, ohne es zu wissen, sage ich mal. Ja, genau, ganz genau. Sie haben völlig recht, ja. Stimmt. Danke. Bitte schön. Ich habe jetzt noch eine Anfrage von Matthias Koll, den würde ich jetzt gerne freigeben dazu, seine Frage selber zu stellen. Gerne. Ja, guten Tag. Guten Tag, Herr Koll. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Ja, bitte gerne. Mich würde vor allem interessieren, wie Sie das Projekt ausgerollt haben. Also haben Sie sich einen Pilotbereich ausgesucht? Und welchen haben Sie sich dazu ausgesucht und wie haben Sie das dann den Rollout betrieben und haben Sie das System prozessorientiert aufgebaut und wenn ja, welche Aufgaben haben die Prozessowner bekommen? Okay, gut. Das sind viele Fragen. Ich bemühe mich, mich kurz zu halten, weil das ist natürlich eine etwas längere Geschichte. Und dazu habe ich also schon erwähnt, dass ich gemeinsam mit dieser Arbeitsgruppe im Kompetenzzentrum ein Vorgehensmodell entwickelt habe, nämlich das K2B, Knowledge Management to Business Excellence. Und das ist ein strategiegeleitetes Top-Down-Modell, was natürlich für unseren Fall gut gepasst hat, weil ich ja den Auftrag vom Vorstandsvorsitzenden bekommen habe. Das heißt also, ich habe das sozusagen sehr langsam und vorsichtig in die Organisation hineingetrieben. Das heißt, ich habe begonnen mit einem kleinen Kernteam. Das waren also anfänglich 7 Leute und zwar völlig interdisziplinär zusammengestellt, auch was natürlich in einem Unternehmen wie einem Stahlunternehmen nicht so einfach ist, also dass auch genügend Frauen drinnen waren, das ist nicht so einfach, das war mir wichtig. Und da drin waren eben, interdisziplinär meine ich eben im Sinne der Funktion im Unternehmen. Also da war drinnen, also ich habe sozusagen Personal- und Organisationsentwicklung repräsentiert, ich hatte jemand aus Verkauf und Marketing, ich hatte 2 Leute aus dem Produktions- und Qualitätsmanagementbereich, ich hatte jemand aus dem IT-Bereich, ich hatte jemanden aus dem Forschungsbereich und jetzt fehlt mir noch jemand aus dem Controlling Unternehmensentwicklungsbereich. Also das waren sozusagen die 7 Kernleute und mit denen haben wir das gesamte Projekt eben zunächst einmal aufgesetzt. Das K2B geht davon aus, dass man also zunächst einmal versucht, die ganzen Sponsoren, sprich also die wesentlichen Führungskräfte mit ins Boot zu holen. Und das beginnt eben damit und daher auch die Beschäftigung mit den Modellen, dass man also beginnt zu entwickeln, was ist für das Unternehmen Wissensmanagement und Wissen. Also was sind so die Kernelemente und wir haben das dann auch mit unserem Vorstand dann auch diskutiert und haben also sozusagen unser eigenes Begrifflichkeit für Wissen und Wissensmanagement, also als zunächst einmal entwickelnd, aus dem heraus dann die Zielsetzung, was wir erreichen wollen. Das heißt, die nächste Diskussionsrunde war dann also wieder mit Vorstand und ein paar anderen Führungskräften, also was wollen wir mit Wissensmanagement in der Organisation erreichen. Und davon ausgehend haben wir dann begonnen, also Subprojekte zu definieren und diese Subprojekte sind dann also parallel, es waren 7 Subprojekte, sind dann parallel davon losgelaufen und dann hat jede von diesen Subprojekten hat dann natürlich jeder so seinen eigenen Pilotbereich gehabt, weil es machte Sinn. Also als Beispiel gebe ich vielleicht, es hat ein Subprojekt gegeben, Lessons Learned. Und da haben wir uns also diese Methode Storytelling ausgewählt und die haben dann sich als Pilotbereich es wurde zu dem Zeitpunkt eine neue Anlage gebaut und die haben dann, das war aber schon eine Anlage, die es bereits gegeben hat und wir haben dann versucht, mit Hilfe von Storytelling das Erfahrungswissen von dem vorhergehenden Bau für das Projektteam des Neubaus zu übertragen mit Hilfe der Methode Storytelling als ein Beispiel. Und das ist relativ gut gelungen. Aber wir haben also praktisch dann, sind immer mehr und das ist auch da,
dieser K2P-Gedanke, wir sind immer mehr in die Breite gegangen, sodass immer mehr Leute mit dem Thema Wissen und Wissensmanagement in Berührung gekommen ist. Genügt Ihnen das so als Idee? Ja, also ich habe auf jeden Fall eine gute Vorstellung bekommen. Mich hat speziell die Prozessorientierung interessiert. Also okay, gut. Ob Sie die Verantwortung auch an Führungskräfte weitergegeben haben, dass diese das Wissensmanagement auch betreiben müssen als Prozessowner. Ja. Also wir haben ein eigenes Teilprojekt gehabt, das hat geheißen Prozessmanagement, und da ist es zwar hauptsächlich darum gegangen, ein Werkzeug für heile Prozessmanagement auszuwählen und dann in der Organisation auch zu verbreiten, mit dem Ziel eben, dass wir unsere Prozesse also visualisieren und damit also einfacher und leichter an unsere Mitarbeiter weitergeben können. Und andererseits haben wir über diese Bildungsinitiative, haben wir also versucht, sowohl den Führungskräften als auch den Mitarbeitern das Thema näher zu bringen. Und wir haben also bewusst darauf verzichtet, bei uns gab es keine Wissensmanager. Ganz bewusst, weil wir befürchtet haben, dass wenn es Wissensmanagement gibt, dass es also dann dazu führt, dass er sagt, nein, die machen das dann schon. Die machen dann diese Aufgabe. Und das haben wir bewusst nicht gemacht. Sondern wir haben also versucht, über diese Bildungsinitiative und über dieses ganze Thema Prozessmanagement, also das in die Organisation hineinzubekommen. Aktuell ist es jetzt so, dass in der Föstabine wahrscheinlich kaum jemand mehr über Wissensmanagement sprechen wird, weil es einfach getan wird. Es ist einfach selbstverständlich geworden. Mhm. Habe ich Ihre Frage so einigermaßen beantwortet? Ich bin mir nicht sicher. Also natürlich hat es spezielle Rollen, hat es ja wohl gegeben. Also vielleicht noch das, es hat dann schon spezielle Rollen gegeben, also zum Beispiel beim Thema Prozessmanagement, dass es dann also Modellarchitekten gegeben hat, die also das gesamte Föstabine Prozessmodell in den Händen gehalten haben, dafür gesorgt haben, dass das konsistent bleibt als Beispiel. Es hat natürlich dann auch Leute gegeben, die also zum Beispiel solche Wissenstransferprozesse begleitet haben. Das war eine eigene Rolle. Also das hat es ja wohl gegeben. Aber das ist halt sozusagen dieses orthogonal zum Prozessmanagement hinzugehörige, dass ja nicht nur Process Owner haben, sondern dass sie auch Rollen haben, die sie ausfüllen. Tja. Ja, das ist so. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch sehr, sehr viele Fragen. Aber ich bin okay. Vielen Dank. Bitte sehr gerne. Angelika, jetzt hast du gesagt, das war ja vom Vorstand initiiert. Ja. Weißt du denn, was war denn der Anlass für den Vorstand, sich dieses Themas anzunehmen? Weil das ist ja was, sage ich mal, woran viele sich die Zähne ausbeißen. Also war ja schon eigentlich eine gute Ausgangsvoraussetzung, dass der Vorstand das Thema auf der Agenda hatte und da was machen wollte. Ja, das war ein Zufall. Also ich habe im Zuge meiner Arbeit in diesem Kompetenzzentrum wurde ich von der Firma IBM eingeladen, in Wien einen Vortrag zu halten zum Thema Wissensweitergabe keine Selbstverständlichkeit im Unternehmen. Es war 1998 und irgendwie ist unserem Vorstandsvorsitzenden diese Einladung, ich weiß nicht wie, aber er hat jedenfalls diese Einladung gesehen und hat mich dann angerufen, das muss man sich mal vorstellen, also ich bin ja ein ganz gewöhnlicher Mitarbeiter, hat mich dann höchstpersönlich angerufen und hat gesagt, Frau Mittelmann, können Sie diesen Vortrag für unseren Vorstand noch einmal wiederholen? Na klar habe ich das gemacht und das hat dann dazu geführt, dass ich also mit dem Gesamtvorstand über 4 Stunden intensiv über das Thema Wissensmanagement diskutiert habe und da ist es sehr gut, offensichtlich sehr gut darlegen konnte, warum das für eine Organisation wichtig sein kann. Und ich glaube, das war im Oktober 1999, genau, und im März 2000 habe ich dann den Auftrag bekommen, also das tatsächlich in der Föstalpine zu machen. Das heißt, der Auslöser war an und für sich diese intensive Diskussion im Vorstand. Vielen Dank, ist eine wunderbare Geschichte, wie ich finde. Ja, Storytelling hilft. Genau. Manchmal kann es auch helfen, also das habe ich auch schon, also dass mich andere Unternehmen eingeladen haben, dass ich sozusagen diese Diskussion
in Führungskreisen dann also auch mit anderen Führungskräften geführt habe, weil es einfach hilft, wenn da jemand völlig anderer dorthin kommt und ganz frisch von der Leber weg erzählt, was das Ganze soll. Ja, richtig. Ja. Gut. Ich habe jetzt noch eine Frage. Sehr gut. Also ich habe noch eine Frage zu dem Thema Lessons Learned. Also man kann ja kaum 20 Jahre lang Wissensmanagement betreiben, ohne auf Sackgassen und Irrwege eingegangen zu sein. Ja. Also was waren so diese Dinge, die du gelernt hast in der Zeit, wo du was versucht hast und hast dann im Nachhinein gesagt, Mensch, das Optimale war das nicht? Ja, wir haben also ein Handlungsfeld oder ein Teilprojekt gehabt. Also wenn das im Prinzip, sagen wir eigentlich zwei. Also eines war also auf alle Fälle dieses Thema Community. Wir waren offensichtlich, mir war also nicht so klar, dass unsere Organisation diese im virtuellen Raum miteinander zu reden und miteinander zusammenzuarbeiten, dass das also für unsere Unternehmenskultur nicht passt, weil es einfach einerseits dadurch, dass es ein Produktionsbetrieb ist und andererseits, dass die Leute und dass die Kultur dort ist, eher miteinander face-to-face zu reden, hat sich also dieses Thema Community nicht bewährt. Außer ausgenommen, also und das ist auch die Ausnahme, wo es also heute noch lebt, ist das Thema, beziehungsweise sind jetzt andere dazugekommen mittlerweile, aber damals hat dann nur diese Forschungscommunity überlebt. Alle anderen Communities sind eigentlich wieder weg gewesen und die haben das also wieder auf die übliche Art und Weise gemacht. Also das heißt also, was ich daraus gelernt habe, muss ich immer sehr, sehr genau schauen, passt das zur Kultur, passt das für das Unternehmen. Das war also die eine Geschichte. Und die andere Geschichte war, wir haben ein Handlungsfeld gehabt, da ist es darum gegangen, dass das Thema Projektmanagement aufgegriffen worden ist und dass es Möglichkeiten eben gibt, einerseits den Projektmanagementprozess auf eine professionellere Art und Weise zu machen und andererseits aber auch das Erfahrungswissen, das man in Projekten macht, also zu sichern. Und da hat sich eben herausgestellt, dass das zumindest das, wie wir es versucht haben, das hat so nicht funktioniert. Und mittlerweile ist es eben so, dass das jetzt über reine Lessons Learned Workshops passiert und es ist im Projektmanagementprozess jetzt als fixer Bestandteil am Ende jedes Projektes, dass also eine Lessons Learned Session am Ende gemacht wird und dass dann, es gibt also so Steuergruppen in der Organisation und die Steuergruppe eben für Projektmanagement, die greift dann das auf und versucht dann also dieses Erfahrungswissen in die Organisation wieder hineinzufiltern. Das sind so die Hauptelemente, die mir so auffallen. Und vielleicht noch ein Hinweis. Ich war ja ab dem Zeitpunkt, nachdem also das Wissensmanagement-Projekt abgeschlossen worden ist, habe ich ja alle Elemente in die Verantwortung der jeweiligen Führungskräfte, die also dafür eben die passende Stelle war gegeben und ich war dann sozusagen ein One-Woman-Show und ich würde das in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr machen, weil das bedeutet, dass man im Prinzip zu wenig Möglichkeiten hat, in der Organisation Dinge weiterzutreiben, weil ich hatte dann kein Budget mehr, weil ich, wie das Projekt abgeschlossen war, war natürlich auch das Projektbudget abgeschlossen und damit hatte ich also kein eigenes Budget mehr. Und das hindert daran, neue Wissensmanagement weiterzuentwickeln. Das heißt, ich musste immer dann Leute finden, die gesagt haben, ja, das ist super, das ist toll und da machen wir etwas und das macht es dann relativ mühsam. Das heißt, meine Empfehlung wäre es ja wohl, das Thema Wissensmanagement in der Organisation irgendwo eine Heimat zu geben, also eine sichtbare Heimat und auch mit etwas Budget auszustatten. Gut, vielen Dank. Ich danke dir. Ich habe jetzt noch eine Frage von der Gerda Oswald. Das würde ich jetzt gleich mal freigeben. Ja, bitte. Ja, Gerda. Ja, was waren denn die größten Stolpersteine? Wo waren denn die größten Widerstände bei der Einführung? Gute Frage.
muss ich ein bisschen nachdenken. Natürlich hatten wir, also ein erster Stolperstein, also das ist vielleicht auch eine Empfehlung, war, dass wir uns relativ lange, also mit der Vorbereitung Zeit gelassen haben, Wissensmanagement dann in die Breite zu treiben. Das heißt, wir haben uns praktisch fast ein Jahr damit auseinandergesetzt, um das Ganze also sauber auf die Reihe zu kriegen. Und das hat einerseits mein Projekt immer so dann auf Dauer ziemlich irritiert und andererseits ist natürlich also auch der Vorstand etwas nervös geworden. Und ich würde also die Empfehlung geben, wenn ich es wieder machen würde, würde ich auf alle Fälle schauen, dass ich also sozusagen so einen ersten Quick-Kit hätte. Also dass also ein Quick-Win also in der ersten Zeit also passiert, um einfach auch zu zeigen zu können, schaut her, das ist das, was man mit Wissensmanagement also tun und erreichen kann. Also das war also so ein größeres Learning. Und das zweite Learning, was wir gerade geschafft haben, wenn Sie das so projekthaft einführen, ist es wirklich wichtig zu schauen, wie kriegen wir dann dieses Thema Wissensmanagement vom Projekt in den sozusagen in den normal, in den Alltag, in den Prozess hinein. Und das habe ich eben auf die Art und Weise gemacht, dass ich das dort in die Verantwortung der jeweiligen Führungskräfte gegeben habe. Und das ist halt in vielen Fällen hat das also funktioniert, aber zum Beispiel mit dem Thema Projektmanagement nicht. Also das heißt, man muss das ganz genau überlegen, wie geht diese Übergangsphase zwischen Projekt und dann Implementierung in den Unternehmensalltag. Das ist eine sehr, also das ist für mich so die kritischste Phase, die ich mir sehr genau anschauen würde und sehr genau schauen würde, wie man das macht. Reicht Ihnen das, Frau Oswald? Frau Oswald, reicht Ihnen das? Ich verstehe Sie momentan. Ja, danke. Ja, okay. Gut. Ja, also ich verstehe die Frau Oswald leider momentan gar nicht. Ja, ich verstehe sie auch ganz abgehackt. Ich habe jetzt erstmal den Ton weggenommen, weil es so zerhackt war. Dafür, wir können es mal ganz kurz probieren, ob der Verbindung jetzt etwas besser ist, Frau Oswald. Frau Oswald? Nein, die Verbindung scheint also doch etwas begrenzter zu sein. Würden Sie Ihre Frage vielleicht in den Chat geben wollen, dass wir sie noch beantworten können? Ja, genau. Vielleicht kann man die hier reingeben. Ach, das Headset ist defekt, hat sie selber geschrieben. Oh jetzt je. Hier drin. Also, ja. Vielleicht kommt jetzt der Kommentar jetzt noch direkt hier rein, aber ich habe gesehen, der Herr Noack hat noch eine Frage. Da würde ich ihm erst das freischalten und vielleicht kommen wir dann auf den Kommentar entsprechend zurück. Herr Noack, Sie müssen jetzt sprechen können. Hm? Ja, wunderbar. Beste Grüße an Tübingen an alle. Danke. Meine Frage wäre, welche Rolle spielen denn Data Mining und Big Data Analysen? Big Data Analysen beim Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen und welche Chancen und Risiken sehen Sie denn bei diesem Thema? Also Data Mining, soweit ich, also ich, wie gesagt, also ich bin ja nicht in der IT. Das heißt, also müssten Sie das Thema Big Data müssten Sie wahrscheinlich mit der IT also besprechen, aber soweit es also ich weiß, kann ich Ihnen zwei Hinweise geben. Also das Thema Big Data macht natürlich, ist also im Rahmen von der ganzen Diskussion Industrie 4.0 hochgekommen, wo es also in der Kabine so eine Arbeitsgruppe gibt, die sich damit auseinandersetzt. Und das Thema Data Mining ist also dort, also ist vor allem also in der ganzen Geschichte drinnen Kundensegmente, Marketing und so weiter, benutzt also das Thema Data Mining, um einfach zu sehen, was gibt es denn für Muster in dem, was die Kunden brauchen. Weil natürlich, also das können sich wahrscheinlich die Leute nicht so gut vorstellen, dass also Stahl doch ein etwas komplexes Produkt ist. Und daher ist es also, das ist eine Stahlsorte zum Beispiel, die wird durch ca. 100 verschiedene Variablen beschrieben. Und da ist es natürlich schon spannend zu sehen, welcher Mix an,
an Variablen führt dann zu einem Produkt, was dann in bestimmten Segmenten gut eingesetzt werden kann. Und da können Sie sich sicher gut vorstellen, dass dort das Data Mining, also dieses Finden von Mustern innerhalb dieser ganz spezialisierten Gruppe, also sehr wohl also Sinn macht und auch angewendet wird. Das sind die beiden Bereiche, die mir bekannt sind, aber es gibt wahrscheinlich noch mehr, die mir nicht bekannt sind. Reicht Ihnen das, Herr Novak? Das ist gut. Wenn ich darf, würde ich nochmal eine Nachfrage stellen. Ja, bitte. Und zwar, Big Data interessiert mich auch bei der Selbstreflexion des Unternehmens und der Unternehmenskultur. Mhm. Und ich war jetzt im September in Hallein auf dem Schmiedefestival mit 250 Künstlern und die haben sich auch beschäftigt mit Big Data Analysen und ästhetischer Darstellung. Mhm. Und meine Nachfrage wäre dann, könnten Sie sich vorstellen, dass solche künstlerisch-ästhetischen Darstellungen von Big Data Analysen Ihnen bei der Kulturarbeit im Unternehmen zum Beispiel helfen könnte oder bei der Darstellung von Wissensbeständen? Sowas in der Richtung. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Also ich erinnere mich, wir haben also in der Zeit, wo wir das Thema Wissensmanagement begonnen haben, haben wir mal einen Versuch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Dokumente analysieren, also halbautomatisch analysieren zu lassen, um eben die Verbindungen zwischen diesen Dokumenten zu finden einerseits und andererseits aber auch das darunterliegende Personennetzwerk zu finden. Das heißt, wir haben uns also so im weitesten Sinne, ja, ich würde Social Network Analysis passt nicht ganz. Es passt eher in dem, was Sie sagen, und das auch also zu visualisieren. Und das ist natürlich eine super Sache, weil wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie da mehrere, ich weiß nicht, ich glaube, es waren mehrere tausend Dokumente, die also dort analysiert worden sind und dann die Darstellung versucht worden ist, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir Menschen ja doch sehr visuell unterwegs sind. Also wir tun uns relativ leicht, Zusammenhänge visuell zu entdecken. Da tun wir es viel leichter, als wenn sie Tabellen haben. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich mit Tabellen zurechtfinden, aber die meisten brauchen Bilder, brauchen Darstellungsformen. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Reicht Ihnen das? So als ja, vielen Antwort. Lieben Dank für Ihre Einschätzung. Ja. Danke. Danke. Gut, ich würde jetzt noch die ergänzende Frage von der Gerda Oswald dazu stellen, das war auch mit dem Stolperstein, und da ist jetzt ein Chat gekommen. Waren die Mitarbeiter denn kooperativ oder ablehnend? Wie waren da die Erfahrungen insgesamt? Also ich kann das nur so sagen, dass also die Mitarbeiter waren in sehr hohem Maße kooperativ. Und das führe ich eben darauf zurück, dass wir eben zuerst begonnen haben, die Unternehmenskultur entsprechend weiterzuentwickeln und dass wir versucht haben, Wissensmanagement wirklich also auf dem Boden der Realität einzuführen. Also nicht theoretische Modelle und über diese zu diskutieren, sondern immer versucht haben, und was heißt das jetzt konkret für dich am Arbeitsplatz und was kannst du am Arbeitsplatz jetzt tun und benutzen und machen und welchen Nutzen hast du davon? Das heißt, wir haben immer das Thema Wissensmanagement mit dem Nutzen für einen selbst, also für sich persönlich, auch für die Organisation in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube auch, dass das also ganz, ganz wichtig ist, weil nur wenn ich einen Nutzen davon habe oder wenn die Organisation einen Nutzen davon hat und ich sehe das ein, dass die Organisation einen Nutzen davon hat, dann ist der Widerstand relativ gering. Abgesehen davon, den Widerstand, den wir immer haben und den werden wir wahrscheinlich immer haben, soweit ich das also überblicken kann, ist das Thema Zeit. Und da geht es halt darum, Zeit haben oder sich Zeit nehmen bedeutet, welche Priorität räume ich diesem Thema ein. Das heißt also, wenn Leute sagen, ich habe keine Zeit dafür, dann könnte man das auch so übersetzen, ich räume dem keine Priorität ein. Aber sobald ich einen Nutzen davon habe, räume ich diesem Thema eine Priorität ein. Das wäre meine Antwort, meine ganz persönliche. Gut. Vielen Dank. Dann noch einmal in die Runde die Frage. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Gabriela, hast du vielleicht noch weitere Fragen dazu?
Nein, ich habe keine mehr. Ich fand das extrem spannend, die Lessons learned, das Thema mit Big Data jetzt zum Abschluss. Also sehr inspirierende Stunde mit dir, Angelika. Momentan habe ich keine Fragen mehr jetzt hier für die Runde, für diese Live-Session. Okay. Gut, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, dass du vor allen Dingen, dass du Zeit hattest, so spontan jetzt diese Woche das Interview mit zu übernehmen. Ich fand es auch inhaltlich sehr interessant und ich gehe jetzt mein Video an. Genau, und allen anderen kann ich sonst tatsächlich dieses Buch empfehlen. Ich habe es also auch hier, wenn es dann um die konkrete Umsetzung und die Methoden geht, mit denen man bestimmte Prozessschritte unterstützen kann. So, ja. Also vielen Dank erstmal und ja. Ich möchtest du noch was sagen? Ja, ich möchte mich gerne bei allen bedanken für die Fragen, für die hochinteressanten Fragen. Und es hat mir Spaß gemacht und und wenn es irgendwas gibt, also man findet mich im Xing und bin auch gerne bereit, also Fragen durchaus also auch noch so über Mail zu beantworten. Und ich wünsche Ihnen allen, die Einführung vor sich haben oder Weiterführung, viel, viel Erfolg. Es macht Spaß, das kann ich Ihnen versichern. Danke an euch beide für die Begleitung und ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg im MOOC. Gut, also dann wünsche ich allen einen schönen Tag und vielen Dank nochmal. Ja, schönes Wochenende an alle. Tschüss. 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 Tschüss.